Ein weiteres Beispiel zur Problematik der natürlichen Koordinaten. Eine Kiste, die hier als Punktmasse angenommen werden kann, rutscht eine gekrümmte Bahn hinunter. Die Funktion dieser Bahn ist mit y ist gleich k mal x² gegeben. In einem bestimmten Punkt A beträgt die Bahngeschwindigkeit genau va und die Zunahme ist natürlich die Ableitung der Bahngeschwindigkeit nach der Zeit. Es ist nun der Betrag der Beschleunigung der Kiste zu genau diesem Zeitpunkt in A zu bestimmen. Das Bahncharakteristikum sozusagen ist der Krümmungsradius. Und der Krümmungsradius, aber das war sowas, wenn Sie sich erinnern, wie 1 plus seine Ableitung zum Quadrat, nämlich die Ableitung von y nach x zum Quadrat und daraus die dritte, also die Wurzel und hoch 3, so. Und normiert über den Betrag der zweiten Ableitung. Das ist die grundlegende Definition für einen Krümmungsradius. Und jetzt haben wir die Formel. Jetzt muss man sich nur noch überlegen, wie hängen, was sind diese Größen da? Was ist dy nach dx, die Ableitung, und was ist die zweite Ableitung? Und y als Funktion von x kennen wir ja, das steht ja hier. Y ist kx². Also kann man es ohne weiteres nach x ableiten. Dy nach dx ist die Ableitung d nach dx von kx², also 2k mal x. Und die zweite Ableitung ist dann das 2k mal x noch einmal abgeleitet, das ist 2k. Und dann hat man eigentlich alles, was man braucht, um die Krümmung einmal auszurechnen, weil darum geht es ja. Wir kennen ja den Krümmungsradius nicht, sondern nur alle möglichen anderen Dinge, aber wir brauchen den Krümmungsradius, sonst kann man keine Zentripetalkomponente bestimmen. Das heißt, der Krümmungsradius an sich ist jetzt einfach oben eingesetzt. 1 plus die Ableitung quadriert, ich schreibe es nochmal so her, 2kx in Klammer zum Quadrat hoch 3 halbe durch den Betrag 2k, ist also, muss man nicht unnötig viel vereinfachen, nur das Quadrat werden wir ausquadrieren, 4k Quadrat x Quadrat hoch 3 halbe durch 2k Betrag im Prinzip, aber k ist eh positiv, also kann man sich die Betragsstriche sparen auch. Und ja, und wie kriegen wir jetzt den Krümmungsradius? Worauf muss man jetzt aufpassen noch? Sieht man an der Kurve eh auch. Was passiert mit dem Krümmungsradius? Ja, der ist veränderlich. Ja? Macht ja auch Sinn für eine Kurve kx², je nachdem, wo es bei x sind, haben sie einen anderen Radius, logisch. Das kann man sich irgendwie vorstellen. Es ist ja kein Kreis oder so, sondern es ist ja eine Parabel. Naja, und wie kriegen wir dann den Krümmungsradius, den wir brauchen? Der Radius an der Stelle xa, und xa war 2 Meter laut Angabe, dann, ja, dann brauche ich Ihnen das eh nicht noch einmal hinschreiben, das x wird zum xa, dann kriegt man den relevanten, nämlich 8,4 Meter. Ja. Und dann geht es gleich wie beim LKW gerade, Komponenten ausrechnen und den Betrag ausrechnen für die Beschleunigung. Die Normalbeschleunigung einmal zuerst vielleicht gleich. Ja, auch hier muss man natürlich die Geschwindigkeit am Punkt A einsetzen. Nennen wir das da A vielleicht Rho A, damit klar ist, was das Rho tatsächlich ist. Und ausrechnen und dann kommt 7,62 Meter pro Sekunde Quadrat raus. Für die Normalbeschleunigung und die Tangentialbeschleunigung. Tangentialbeschleunigung steht da. Das ist gegeben. Die ist ja VA Punkt und das sind die gegebenen 4 Meter pro Sekunde Quadrat. Und damit ist der Betrag wieder
über den Pythagoras auszurechnen. Meter pro Sekunde Quadrat.